Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des World of Parks Magazins. Heute sind wir im Westfield Centro bei der Ausstellung House of Magic powered by Ehrlich Brothers. Und was es hier zu sehen gibt, das schauen wir uns jetzt einmal an. Viel Spaß! So, ich stehe jetzt hier mit Andreas und Chris Ehrlich. Ja, wir stehen jetzt hier heute im House of Magic. Die Eröffnung steht kurz bevor. Ja, wir sind ja normalerweise in Freizeitparks unterwegs und viele Magier haben ja ihre Karriere auf den Bühnen der Freizeitparks begonnen. Habt ihr da irgendwelche Referenzen? Tatsächlich nein. Also wir sind nicht in Freizeitparks groß geworden. Wir haben einmal eine Show ausprobiert, da waren wir 3 Tage im Serengeti-Park in Hodenhagen und da haben wir so ein paar Illusionen mal ausprobiert, weil wir vor einer neuen Tour standen, haben den Leuten auch gesagt, so, das ist jetzt sehr experimentell, was ihr hier seht, wir probieren einfach was aus. Und da waren wir 3 Tage, aber das, ja. Die Löwen sind ja alle noch da, die Tiger auch, von daher. Die haben wir da gelassen. Ja, wir wollten sie erst verschwinden lassen. Nee, wir wollten sie erst auffressen, aber dann haben wir gesagt, lassen wir sie da, komm, passt. Ja, wir haben festgestellt, in vielen Shows wird ja darauf hingewiesen, immer bitte nicht zu Hause nachmachen. Jetzt haben wir aber gesehen, zum Beispiel im Baumarkt gibt es gar keine 2 Meter großen Kreissägeblätter. Wo sind denn da die Gefahren? Warum weist man darauf hin? Ja gut, das einzige 2 Meter große Kreissägenblatt auf dieser Welt gibt es ja nur bei uns in der Show. Und das ist auch wichtig, weil damit zersägen wir uns ja. Ja, und natürlich könnt ihr das zu Hause nachmachen, macht's aber nicht bei euch selber, macht's mit der Schwiegermama oder so. Nee, es war ein Spaß. Also natürlich stehen wir für Illusionen und auch dieses House of Magic ist für uns im Prinzip die Welt, in der hier Magie passiert. Wir haben über 3000 Quadratmeter hier mit über 22 Räumen. In jedem Raum passiert andere Art von Magie und das ist für uns eigentlich immer wichtig im Leben gewesen, die Menschen mit mehr Magie nach Hause zu schicken, egal ob sie in unsere Shows kommen oder hier ins House of Magic. Wenn ich mir jetzt am Ende nach der Ausstellung im House of Magic und im Shop einen Zauberkasten von euch kaufen würde, welche Karrierechancen hätte ich da? Naja, bei uns hat alles angefangen mit einem Zauberkasten, den Andreas zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Von daher kann man schon mit einem Zauberkasten eine Weltkarriere starten. Ich glaube, das klingt zwar groß, aber es ist nicht übertrieben. Und bei meinem Zauberkasten, den ich damals hatte, da gab es quasi nur eine Anleitung und die Bilder waren natürlich nicht immer genau passig und so. Man musste sich sehr, sehr viel da durchfuchsen. Und wir haben versucht, mit einer sehr detaillierten Videoanleitung mit genauen Vorführtipps und Videos, ja, die Kinder so zu instruieren, dass es einfach auch schnell einen Erfolg gibt, weil Zaubern ist ein unfassbar tolles Hobby. Man bastelt, man lernt Dinge auswendig, man präsentiert und deswegen möchten wir einfach auch ganz viele Kids dazu ermutigen, fangt mit der Zauberei an. Tolles Hobby. Ja, und macht das zum Hobby. Zauberkasten 3.0 sozusagen. Zauberkasten 3.0 und House of Magic 4.0, weil du natürlich auch hier einfach Dinge siehst, die du zu Hause vielleicht nachbastelst. Und ich finde, das ist einfach etwas sehr Kreatives, was vielleicht in der digitalen Welt heute auf der anderen Seite zu kurz kommt. Ja, und es ist nicht nur ein passives sich berieseln lassen, sondern man ist hier mittendrin, man kann Dinge gestalten und ich glaube, dass viele auch mit Kreativität nach Hause gehen. Letzte Frage. Wir haben heute gesehen in der Ausstellung euren Koffer, wo man ja geschrumpft wird, über den Schrumpfteppich geht. Und da haben wir ja ganz viel Haarspray gesehen. Wie wichtig sind denn die Ehrlich Brothers für den Fortbestand der Haarspray-Industrie?
Naja, von einem weltweiten Umsatz und Absatz, ja, hat man uns mal gesagt, fallen 80% auf die Ehrlich Brothers. Ja, 70% also, davon schon allein auf dich. Ja, wir sind mit 22 LKW auf Tour, 2 LKW allein nur mit Haarspray. Von daher war das natürlich auch ein wichtiges Thema. Ich dachte, 2 haben die Requisiten und 20 sind mit Haarspray. Oder so, vielleicht vertraue ich weiß es gar nicht mehr genau. Von daher ist das schon ein wichtiges Thema. Im House of Magic durfte das nicht fehlen, Frisuren, Ehrlich Brothers und... ja, das Ergebnis sieht man da. Gigantische Haarspray-Dosen. Dann wünschen wir viel Erfolg mit dem House of Magic und vielleicht noch als Abschlusswort dein Lieblingswort nochmal. Wie ist die Ausstellung hier? Hammer! Genau, Dankeschön. Hey. Oh. Servus! Hey. Herzlich willkommen im House of Magic! Yeah. Hammer! Oh. Moment, jetzt kommt der Sprung. Stehen ja Leute bei uns im Foyer. Oh, und so viele. Hey, Andreas, Chris, wir haben neue Gäste. Das ist ja cool. Tatsächlich, lauter nette Gesichter. Ja, Mensch, Alexandre, worauf wartest du? Ja, schick den Fahrstuhl runter, unsere Gäste abholen. Bitte genießt während der Fahrt den wunderbaren Ausblick auf... die Schachtwand. Los geht's. Wisst ihr was? Ich nehme eine Abkürzung. Hoppla. Oh, das ist eine sehr alte Abkürzung. Jetzt hier lang. So, gleich sind wir da, Bremsen. Falls die Anita was gleich fragen, sag bitte, das ist die beste Fahrstuhlfahrt eures ganzen Lebens, dort. Sonst bekomme ich Ärger. Und jetzt viel Spaß. Super, du hast Lust auf einen Kartentrick. Bin ich. Pass gut auf, ich lasse diese Karten gleich ganz schnell durchrauschen. Bisschen langsamer und du merkst dir dann eine einzige davon. Nimm nicht die hier unten, das wäre ein bisschen leicht. Bist du bereit? Dann geht's jetzt los. Schau genau hin. Du hast dir jetzt eine Karte gemerkt. Behalt sie gut in deinem Kopf, denn ob du es glaubst oder nicht, ich... weiß genau, an welche Karte du denkst. Das ist cool, ne? Hammer! Achso, du möchtest natürlich einen Beweis haben, dass ich das wirklich weiß. Klar, kein Problem. Hier, du siehst den Hebel da, den da an der Kartenschachtel? Also, wenn der blinkt, dann ziehst du dran, okay? Und dann achte mal drauf, was oben aus der Kartenschachtel rauskommt. Tu es jetzt. Viel Spaß. Und dann gucken. Herzlich willkommen in unserem Teleporter, dem EB-3000. Mit diesem Teleporter werden wir euch innerhalb einer Sekunde von einem Ort zu einem völlig anderen Ort teleportieren. Aber bevor es losgeht, gibt es noch ein paar Sicherheitshinweise. Das ist so ähnlich wie im Flugzeug. Ja, während des Teleportierens bitte niemals mit gekreuzten Beinen stehen. Sonst sind die nämlich bei der Ankunft verknotet. Und denkt während des Teleportierens nicht an ein rosa Einhorn. Sonst verwandeln sich alle anderen Mitreisenden in rosa Einhorn. Ja. So, schaut jetzt alle mal nach oben durch die Öffnung in der Decke. Ihr seht, noch sind wir im Hangar. Aber lasst euch überraschen, wohin wir euch gleich teleportieren. Jetzt korrekte Teleportierhaltung einnehmen. Füße fest auf den Boden, Arme überkreuzen und legt alle die Hände auf die Knie. Alle! Ready for teleportation? 3, 2, 1, go! Hey, Leute, das war die Reise! Hammer! Guck mal nach oben. Hier, wie ihr seht, sind wir jetzt in einem Wald gelandet.
Das war's für heute vom World of Parks Magazin hier aus dem Westfield Zentrum vom House of Magic. Bis zum nächsten Mal. Ciao.